Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wollen wir mal die Geburtstagsgeschenke für Karl zeigen, erzählen, was auch immer. Ich suche kurz meine Liste. Solange wir noch Duplo schenken können, ich finde Duplo mega cool, freue ich mich, dass wir ihm halt noch Duplo schenken können. Also das habe ich gefunden eigentlich nur so beim Durchscrollen. Ich fand das richtig cool mit dem Karussell und dem Hubschrauber und sowas. Und er steht irgendwie zurzeit total auf Spider-Man. Und dieser kleine Spider-Man hier ist richtig süß. Deswegen gibt es einen Spider-Man-Jahrmarkt. Also hier ist ein Set mit Stickern. Die sind auch so ein bisschen so 3D, also ein bisschen dicker. Ich wollte ihm gern Bastelmaterialien schenken, deswegen kam ich auf Sticker. Er hat sich irgendwas mit Schmetterlingen gewünscht und theoretisch müssten auch Schmetterlinge dabei sein. Also da seht ihr nochmal so ein bisschen besser, dass es so 3D-Sticker ist. Richtig cool. Also ich glaube, das wird ihm richtig gefallen und wir werden hier überall Volvos und Mercedes zu haben. Dann habe ich Crepe-Klebeband in verschiedenen Farben. Das ist halt super, das kann er ja einfach reißen und muss es nicht abschneiden. Also kann es auch schon abschneiden, muss er aber nicht. Er braucht keinen so einen Abroller dafür unbedingt. Und das geht auch relativ leicht überall ab und ist halt schön bunt. Ich glaube, das ist super, da kann er richtig viel mit basteln. Aber er hat sich auch gewünscht, sein eigenes Klebeband zu haben, also so ein normales. Und deswegen mit Abroller, den will ich jetzt auch gleich mal angucken. Hier ist kein Klebeband. Ach doch, wollte schon sagen, ey, als ob die kein Klebeband mitliefern. Was hast du denn da gekauft? Ja, warte. Und zwar, wenn du das hier, also man kann das hier unten abziehen, dann hat er so eine Gummischicht und dann stellst du ihn hier drauf, also auf den Tisch. Hier ist zum Beispiel ein Tisch mit so glänzender Oberfläche und dann kannst du es einhändig abreißen, weil das Ding nicht mehr wegrutscht. Ich kenne das. Ich habe es auch nicht dir erklärt. Was mich so anguckt dabei. Genau. Und ich fand den richtig süß. Der sieht richtig aus wie so eine Schnecke. Ziemlich spacig. Die Farbauswahl war nicht so schön, sonst hätte ich eben grün geholt. Gab es aber nicht. Genau. Da können wir das hier mal einbauen, dann können wir es wieder da reinpacken und dann verpacken wir das hier mit, weil dann lässt sich das gut verpacken. Und das hier finde ich natürlich auch mega cool. Er hat sich ein ferngesteuertes Rennauto gewünscht. Das ist ja richtig cool. Das kann umfallen und auf der anderen Seite weiterfahren, oder? Mhm. Ja, es gibt noch ein großes Hauptgeschenk von uns, wozu aber noch mehrere Teile gehören, die ihm Verwandte noch schenken. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und zwar hat er sich, das ist so riesig, er hat sich die Duplo-Eisenbahn gewünscht. Und wir haben jetzt hier ein Set, also das mit dem Güterzug, da sind halt Schienen. Irgendwo steht bestimmt so ein Inhaltsangabe, was da so drin ist. Hier, das ist halt ein Zug und Schienenweichen, ein Anhänger und alles mögliche zum Bauen, halt was da so dazugehört mit dabei. Und hier hinten ist auch so ein Bild, hier, was es noch so für Duplo-Eisenbahn-Sets gibt. Und die bekommt er halt von Verwandten geschenkt und dann hat er das komplette Duplo-Eisenbahn-Set. Er bekommt es aber alles nicht auf einmal, also weil er zweimal feiert und so. Also hat er erstmal so einen kleinen Schienenparcours und dann später halt einen größeren. Genau. Und da freue ich mich sehr, sehr darüber, wenn er das kriegt, weil er sich das wirklich sehr gewünscht hat. Also erstmal war es nur so eine Eisenbahn und dann hat er irgendwann gesagt, die Duplo-Eisenbahn. Und ja, das wird sehr, sehr cool. Genau, allgemein können wir noch sagen, wir feiern eine Motto-Party. Also letztes Jahr, wir können ja mal kurz das einblenden, war es Dino. Und dieses Jahr gibt es einen Feuerwehrgeburtstag.
Die Deko, die ich bestellt habe, kommt leider erst übermorgen. Genau, dann wollen wir auf jeden Fall noch irgendwie schöne Kuchen backen. Also für die Feier an seinem Geburtstag direkt und für diese Nachfeier dann mit ja, Familie und sowas. Genau, also da sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen in der Planung. Er hat halt leider an einem Wochentag Geburtstag, wo halt nicht alle herkommen können. Aber trotzdem machen wir das so schön wie geht. Das geht nicht, also laden. Aufladen, okay. Ja, ich gehe davon aus. Naja, dann laden wir das jetzt erstmal auf, während wir die Geschenke verpacken. So, während Tim noch das letzte Geschenk verpackt, wollte ich euch noch erzählen, wir haben noch was vergessen. Das ist im Keller. Und zwar waren wir neulich im Lidl und er hat da einen Hüpfburg gesehen. Und wir konnten irgendwie nicht dran vorbeigehen, also haben wir die mitgenommen. Und ich kann ein Bild einblenden. Die kriegt er natürlich auch noch. Die müssen wir also auch noch aus dem Keller holen und verpacken. Das wird auch nochmal lustig. Das wird dann genauso riesig wie die Eisenbahn und die werden wir aber dann, also er wird die halt früh bekommen und dann werden wir die hier gleich aufbauen. Also wir hoffen, dass sie ins Wohnzimmer passt und wir dann hier einen Hüpfburg in der Wohnung haben. Genau. Wir testen jetzt gleich mal noch das Rennauto. Es hat ja jetzt ein bisschen geladen. Ich hoffe, das reicht auch von der Zeit her. Erstmal, dass wir es testen können. Ja, wir müssen es jetzt 8 Stunden aufladen, haben wir nochmal gelesen. Es ist der nächste Tag, also ich habe heute schon was gefilmt bezüglich des Rennautos. Also wir haben das Auto vollgeladen, ziemlich lange, also mindestens diese 8 Stunden und das Gerät hat nicht mehr geblinkt und jetzt funktioniert es nicht. Also wird es wieder zurückgeschickt. So, ich habe jetzt das hier im Einkaufswagen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Der wird's werden. Und er kommt auch noch rechtzeitig an. Und in der Zeit kam ein Paket, was eigentlich morgen kommen sollte. Das schneide ich jetzt hier gerade mit der Nagelschere auf. Sehr professionell. Da müsste die Deko drin sein. Ich habe zusätzlich zu dem Rennauto heute früh, also ich brauchte noch so oder sowas von Amazon. Und dann habe ich noch was bestellt. Eine richtig süße Karte, Geburtstagskarte, so eine Pop-up-Geburtstagskarte. Blende ich euch auch noch ein. So. Oha. Mega cool. Also, wir haben hier ein Set. Ich packe das gleich mal aus. Ich habe bloß richtig Angst, dass Karl hier gleich reinkommt. Also, hier sind Feuerwehr-Pappbecher. Dann Feuerwehr-Servietten. Absperrband. Finde ich auch ziemlich spacig als Deko. Richtig schöne Strohhalme, natürlich aus Papier. Einladungskarten. Moment, so rum. Vor allem sieht das auch alles richtig hochwertig aus. Sehr praktisch. Wir wollten nämlich die Einladungskarten jetzt noch verschicken. Dann Dienstausweise. Auch spacig. Oha. Fahrerlaubnis für noch ein paar Feuerwehrluftballons. Und Pappteller. Und hier ist noch ein Dekoset. Eine Geburtstagsgirlande, also der Schriftzug Happy Birthday. Und noch so Feuerwehrautos und so. Richtig cool. Irgendwelche hängenden Büschel. Das Ganze nochmal in Gelb. Und Orange. Okay.
Okay, das sieht aus wie ein riesengroßes Feuerwehrauto, Luftballon, was auch immer. Diese Dinger hier, ich glaube, ich habe letztes Jahr zum allerersten Mal begriffen, wie die funktionieren. Theoretisch hingen davon letztes Jahr auch welche und dementsprechend weiß ich jetzt auch, wie die funktionieren. Und hier sind noch ganz viele Luftballons. Und damit befinden wir uns jetzt wirklich am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Schaut gerne auch bei letztem Jahr, da haben wir so alles in Grün und Dino gehalten. Schaut da gerne vorbei und bei vorletztem Jahr, da haben wir alles in Gelb und Weiß. Gelb, Weiß, Gold hatte ich das dekoriert. Damals noch in der alten Wohnung. Genau, bis zum nächsten Video. Yeah!